Fuck. Oder jemand verprügelt? Meinst du, ich hatte auch die Vermutung, dass sie wieder geheiratet hat, ne? Ohne Scheiß. In dem Jahr? Oder wie lange? Ich weiß nicht, wie lange er schon sucht, ne? Aber er hat ja irgendwas von einem Jahr erzählt. Würde auch auf sie scheißen. Sie hat den Ring einem anderen gegeben. Sie will bei den Fanatikern bleiben. Sie hat schon zwei rote Flaggen. Geheiratet, keine Ahnung. Ja, es wird jetzt schwierig, ne? Also vor allen Dingen, sie hat mal gesagt, verlass mich nicht, aber verlässt uns dann selber. Wow! Krasser Move! Klar, wenn man denkt, dass diejenigen tot sind, aber wir haben ja auch gedacht, dass sie tot ist, bis wir das dann irgendwann bekommen haben. Ich will nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Also eigentlich ist ja nicht so viel Map dazu gekommen, ne? Hier gibt es halt noch was, was ich so sehe. Da, da, da. Hier geht auch ein Weg hoch. Fuck. Mine. Nicht mal, das ist ja ein Sidequest. Ah. Ich komme halt jetzt erstmal nicht zurück, aber ich bin doch von da oben gekommen, ne? Hier bin ich runtergefahren. Bin doch nicht mal, es ist ja nicht mal verschneit gewesen, irgendwas. Warum sollte ich nicht zurückkommen? Schon krank. Also. Schwierige Situation gerade. Frau. Aber die Hauptmission machen. Machen wir erstmal die Nebenmission. Corporal, hallo. Hey, Sergeant. Hey, ich bin neu in der Gegend. Mein Name ist Deacon St. John. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Alice Salazar, aber nenn mich Sal. Also, zu dir bringe ich meine Ohren. Hier bist du richtig. Wenn du Freaker-Ohren hast, bring sie zu mir. Alles klar. Also, nein? Ich weiß nicht, ob es bei euch laut genug ist. Ja, wirkst du zuerst mal leiser als sonst? Hey, was machst du hier? In der Dynamik umfangen. So gut sind 18 Grad, aber ich würde keine dicke Jacke anziehen, ne? 18 Grad draußen, eine dicke brauchst du, glaube ich, nicht, eine dicke Jacke. Also, hätte ich jetzt gedacht. Aber nicht so blass. Weil du mit deiner dunklen Jacke hier ins Bild gekommen bist. Wirklich? Doch. Hallo, Micha. Bei 18 Grad sind durchaus noch dicke Jacken angebracht. Der Sound so leise bei mir. Ist der Sound bei dir auch so leise? Ich muss mal kurz was umstellen. Maria sieht jetzt übrigens Micha, mein Micha. Nee.
Film vergessen. Bin auf jeden Fall lauter, ja. Ich guck gerade. Er singt mit im Chat, sehr gut. Ahnung. Hängt er auch am Schlüsselbrett, also. Aha. So, bis gleich. Warum ist mein Audio so leise? Aber gut, dann ist das so. Vielleicht ist das auch erstmal eine Umgewöhnungsphase. Solange es im Stream laut ist. Man könnte theoretisch noch ein bisschen Saft drauf geben, ne? Monitor mir gerade mal das Audiosignal. Warte mal, dem Signal minus 10, weil das Setup bei der PlayStation habe ich noch nicht getestet. Ansonsten muss ich das unnötig verstärken, dass auch das Signal so leise ist. Dick, was war los? Naja, traf auf ein paar Drifter und Scheiße, sagen wir einfach, er stand auf der Speisekarte. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, sie zu fragen. Gegen Ende. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Ey, hast du. Funktioniert dieses Ding? Was ist das? Oh, Taylor. Ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Hey, was zum Teufel? Wo bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also, Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich war da raus in die Außenwelt. Suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Scheiße, davon habe ich gehört. Ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Bin gerade durch eine Herde gefahren. Ja, geil. Hör zu, Taylor, ich muss los. Na schön, ey.
Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John Ende. Jetzt ist auf einmal das Audio wieder lauter geworden. Aber man versteht die Welt nicht. Lieutenant Weaver, sind Sie da? Ich bin bei der Mine. Gut. Okay, Mann. Sieh dich da mal um. Im Bericht stand was von Erz-Testkits. So eines wirst du brauchen. Ein Erz-Testkit. Verstanden. Zinnober ist rötlich, funkelt aber nicht. Es hat einen matten Glanz. Schwer zu übersehen. Teste das Erz. Der Reinheitsgrad muss mindestens 60% betragen. Verstanden. Test. Also. Zum Teufel Gespräche in dem Spiel sind wesentlich lauter. Eine Pistole gesperrt. Hä? So da. Man weiß es nicht. Der Baseballschläger ist auf jeden Fall witzig, der macht extrem viel Schaden. Also ich habe ja vorher mal einen mit Sägeblättern gehabt. Vergleich in dem zu dem vorher hatte, ne? Der macht jetzt hier ordentlich Bums und der lag einfach so auf einer Parkbank. Hier drin ist nichts. Würde ich das nicht nennen. Schrott kann man immer gebrauchen. Kurze Mauskabel. Oh, das behindert mich übrigens hier, ne? No Placement, aber hier. Box Coffee aus dem Geschäft. Ich wollte ihn eigentlich ohne Strohhalm trinken, aber Maria hat direkt den Strohhalm reingehämmert. So, kommen wir hier irgendwie. Er ist total ungewohnt leise, sonst ist das Spiel mal mega laut. Na, also. Ein Erz-Testkit. Ja. Yeah. Mal gucken, wie die Schießereien sind. Ich könnte jetzt bei mir halt auch manuell lauter drehen, das bringt es aber nicht, wenn es für euch also bleibt. Benzin. Den brauchen wir auf jeden Fall, denke ich. Hat er das jetzt ab? Hat er. Premiumstoff, den du da hast, ja. Die Bude abfackeln wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe hier drinnen nochmal Benzin. Kann man was lernen. So, wir sind gut equipped. Schalldämpfer haben wir dabei. Okay. Wie war das? Rötlich, matter Glanz. Zinnober. Ja. Und jetzt muss ich das testen. Gut, das geht.
Wie wir sollen noch weiter in die Mine. Okay. Gute Nacht. Mehr Beute. Ja, vor allem noch mehr. Also, mal sehen, ob die Pumpe läuft. Pumpe? Steht hier alles unter Wasser oder was? Hocken dahinter aber? Scheiße. Da werde ich so einfach nicht durchkommen. Erstmal gucken wir uns hier an, was hier alles rumliegt. Taschen halt voll, ne? Das ist das Problem. Kann ich noch irgendwas craften? Leben der Schalldämpfer ist gleich Mauke. Eventuell nicht so clever. Hab mich nicht erschrocken, alles gut. Mal wieder das Problem. Ich habe Tasten belegt für die Controllerbewegung und die Controllerbewegung hier ist natürlich genau so, dass ich das Ding nicht auswählen kann. Ja, toll. Ein großes Medikit dafür. So, okay. Weil hier natürlich wieder ein Kanister ist. Ja, natürlich leer. Das sollte reichen. Oh shit. Oh, das ist nicht gut. Ja, jetzt sind wir im Geschäft. Waren ja nur zwei. Geht ja. Ja, sehr schön. Das Wasser sinkt. Ich muss dieses blöde Erd sammeln und dann mache ich, dass ich hier wegkomme. Ja, mal, wie ist denn das bei euch? Das, die normalen Geräusche? Sind die laut? Weil wenn ich hier auf den Ausschlag im OBS gucke, sollten die eigentlich lauter sein, als ich es auf den Kopfhörern höre.
Okay, das geht. Ach, komm her. Ich mache ich auch so fertig. Wo saßen die denn vorhin? Da in der Ecke, ne? Nicht. Jo. Ocho. Ja, warum ich hier um 14 Uhr schon anfange zu streamen, ist einfach der Grund, dass ich Urlaub habe. Deswegen halt einfach die Zeit ein bisschen nutze. Versuche ein bisschen. Sehr gut. Gut. Okay. Bisschen testen wir das. Single Gameplay aufzunehmen. Das geht. Ich brauche noch mehr Erz. Ja. Gestern habe ich den ganzen Tag, Micha, wenn du noch da bist, gestern habe ich den ganzen Tag damit zugebracht, den 7 Days to Die Server zu modden, den Testserver. Komm schon. Ja, das reicht. Jetzt ist er ein wirklicher Survival. Oh. Schon fast genug. So. Hast du genug noch? Na, also, Zinnober. Na los, Erz, zeig mir, wie rein du bist. Yes, das geht. Okay, ich brauche noch ein oder zwei Proben. Ich denke, man könnte hier locker in den Dingern mehrfach was abkratzen. Nee, geht nicht. Gehen wir noch einmal. Ja, rein genug. Nur noch eine. Hiervon konsequent übersehen, oder? Okay, mal sehen, wie rein es ist. Okay, gut. Aus der Mine. Achso, warte mal, da komme ich ja gar nicht raus, ne? Hahaha. Mal gespannt, wo wir hier rauskommen sollen. Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt? Gut, finden wir es raus. Gut, den Aufzug habe ich echt nicht gerafft. Was ist da oben? Noch ein Tunnel. Der wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Ah, hier oben war ich noch nicht. Das ist ja super, noch ein Tunnel. Offensichtlich mit nichts drin. Gut, wir bräuchten eh nur Schrott und wenn dann nur einmal. Können wir gleich dann easy reparieren. Ja, da geht's raus. Da hoch.
Ah. Ein Nero-Signal? Hier drin? Kann ich einen Traktor bauen? Mist, welcher Knopf war denn das? Der hier. Traktor Bombe kann ich bauen. Könnte ich bauen. Bitte sei tot. Noch ein Nero, Ricardo. Was ist hier passiert? Mein Gott, was für ein Brocken. Ja, ja. Ja, absolut. Feldnotiz 2072. Wir sind an Position 69 der... Wo sind wir? In der Lost Cabin Mine. Vielen Dank. In der Lost Cabin Mine. Wir haben ein Exemplar Homo sapiens mutans corporosus mithilfe von 10.000 Milligramm Ketamin eingeschläfert. Mit Verweis auf Feldnotiz 2071, in der 6.000 Milligramm gerade genug waren, den Homo sapiens mutans albino zu betäuben. Wir haben dieses Subjekt von seinem Primärhabitat in den Gebäuden nördlich des Crater Lake verfolgt. Soweit ich weiß, war es das Besucherzentrum dieser Mine. Derzeit haben wir keine Theorie bezüglich der Migrations- und Lebensgewohnheiten des Subjekts, oder? Oder darüber, wieso es so verdammt groß ist. Gibt es dazu eine Theorie? Ja, die haben wir tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Bluttests haben gezeigt, dass Homo sapiens mutans corporosus extrem erhöhte Mengen anaboler Steroide aufweisen. Moment, Sie meinen, Sie waren vor der Infektion vollgepumpt mit Doping? Im Grunde genommen, ja. Nicht, dass alle Bodybuilder oder Athleten gewesen wären, die synthetische Androgene nahmen. Einige hatten bestimmt natürlich erhöhte Werte. Das Resultat ist dasselbe. Ja, und das wäre? Die können Sie in der Luft zerreißen. Kommen Sie. Packen wir die Proben ein und verschwinden wir von hier. Ja, in der Tat. Freaks. Na, großartig. Ja, ein Nero. Übrigens die, wo die Kugeln, wenn die auf die einschlagen, wie an Metall abprallen übrigens, ne? Hatten wir ja schon ein paar Mal das Ding. Konzentration ist immer gut. Ja, so wird's gehen. Lieutenant Weaver, hier ist St. John. Ich habe den Zinnober, den Sie wollten. St. John? Gut, gut. Ich bin fast so weit. Oh, Moment! Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Ja, ich habe noch eine Flasche Wodka im Zelt. Komm doch vorbei. Mann, du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken! Leck mich! St. John, ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich habe noch mehr Aufträge für dich. Viva Ende. Ein Benzinkanister. Hm. Ein Benzinkanister. Hm. Typische Reaktion, man kennt sie. Oh, gutes Timing. Über die Hälfte des Sprits schon wieder verblasen. So, ja, wieder zurück, ne?